Jo, dann schließen wir die Module mal wieder an. Und was jetzt die Basis angeht... Das da werde ich nicht kaputt bekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das hier könnte gehen. Also ich schnapp mir gleich den Wagen. Und... Also ich könnte eine Landverbindung hier rüber machen mit Landfill. Aber das kommt mir ein bisschen komisch vor. Wobei ich mir eigentlich nur vorgenommen hatte, Landfill nicht zu missbrauchen. In der Hinsicht, dass wir damit dem Gegner es schwieriger machen, zu uns zu kommen. Der Landfill hier wäre ja echt nur dafür da, die Bahn rüberfahren zu lassen. Als quasi Brücke. Und das müsste ich überlegen. Also man könnte dann einfach da eine Basis hinsetzen. Die ist in keiner Weise direkt mit der Hauptbasis verbunden. Das ist ja doch ein bisschen viel Fläche. Ja, man könnte halt entweder eine Bahn hinfahren lassen. Entweder gerade nach oben oder unten oben zickzack. Und das, die Bahn holt dann regelmäßig Kohle ab. Oder halt ich inventarweise. Weil wir haben zwar einen Kohleverbrauch, auch einen stetigen Kohleverbrauch. Aber er ist bei weitem nicht so hoch wie, sagen wir mal, Eisen oder Kupfer. Also sollte es machbar sein, alle 3-4 Folgen da mal kurz hochzuhuschen, ein Inventar voll runterzubringen. Wobei ich das Ganze schon mal gesagt hatte, in der letzten Welt. Aber da war es halt wirklich Eisen gewesen, glaube ich. Und das ging halt nicht. Da war ich jede Folge am Laufen. Ja, müssen wir gucken. So, ich wollte jetzt auch noch die Stromversorgung ein wenig besser ausbauen. Dafür brauche ich Stahl. 140 Stahl. Für ein so ein doofes Ding. Warum hast du so wenig Available Performance? Weil das Wasser schwankt? Warum schwankt das Wasser? Weil du nur eine MK3-Pumpe bist? Ja, das könnte sein. Bau mal bitte eine 5er-Pumpe. Und ersetzt mal die Pumpe. Und dann... Was? Mauer beschädigt? Ah, da hinten. Und dann ersetzt bitte die Rohre mal durch Super-Duper-Rohre, die ebenfalls Stahl brauchen. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Ich soll nach oben laufen. Was? Ach, Hund. Ah! Ich dachte, also gerade weil die Mauer gerade beschädigt wurde, dachte ich, dass sie es sogar geschafft haben, durch die Mauer durchzukommen, aber nein. Wir haben gar nicht mehr so viel Stahl. Aber gut, das ist noch der Engpass von vorletzter Folge. Da war das neue Eisen noch nicht da. Und das neue Eisen ist jetzt da, das sieht man daran, dass hier so viele Eisenplatten auf einmal drin liegen. Das heißt, jetzt sollte eigentlich auch wieder mehr Stahl kommen. Komm, tut's aber nicht. Ja. Okay. Da muss ich also gleich auch noch arbeiten. Bau erstmal die Rohre. Sie sind schweineteuer, die Rohre. Oh, ich sehe das nächste Problem. Die Boiler werden wahrscheinlich nicht reichen. Aber ja, ich ersetze erstmal die Rohre. Damit wenigstens dadurch bis nach hier oben sehr viel Wasser kommen kann. Trotzdem sind da Schwankungen. Wie schaut es hier oben aus? Die Available Performance steigt stetig. Temperatur schwankt ganz schön zwischen 85 und 81. Das ist nicht schön. Also ja, neue Boiler brauchen wir hier und die Boiler brauchen dann wahrscheinlich wieder die tollen Rohre, die ich nicht habe. Denn 5er, nein, 4er, 3er Boiler würden schon reichen. Bau mal 3er Boiler. So. Und ersetz die mal hier. Gucken, ob das jetzt besser wird. Also erstmal springt das natürlich nach unten, weil jetzt kaltes Wasser reinfließt, das kalte Wasser komplett hoch erhitzt werden muss. Aber dafür ist es jetzt schon auf 86, 87. Ja, ist schon mal besser. Wieder Angriff links.
Das heißt, ich hätte gerne, sagen wir mal, 4er-Boiler. Da brauchen wir sogar schon 12 Lila-Chips für. Das ist krass. Und wieder mehr Stahl. Also ja, es ist immer noch das Problem. Eisen, Stahl. Und da muss ich jetzt weiter rumtüfteln. Das heißt, die Kohlebasis wird noch aufgeschoben, weil wir die Kiste hier noch voll haben. Und das wird noch reichen. Zumal hier noch ein bisschen was dazukommt. Das wird noch locker 15 Folgen oder so reichen. Das ist meine Prognose. Weil ich stehe jetzt schon eine ganze Weile drauf und das sind, glaube ich, nur 3 oder 4 weniger geworden. Weil ja auch immer wieder was Neues dazukommt. Ja, okay, das hält sich schon. Das heißt, ich tüftle jetzt weiter rum an der Eisenversorgung, an der Stahlversorgung. Und versuche alles überall schneller, besser, weiter, grüner zu machen. Das heißt, es wird beim Eisen anfangen. Flüssigeisen ist... Das wird mehr, was dennoch zu wenig. Beide Schmelzöfen arbeiten. Arbeiten beide Schmelzöfen durchgehend? Fast, ja. Also sauberes Erz ist auch in guten Mengen vorhanden. Die haben alle 2er-Speed-Module. Da kann ich also auch nicht viel optimieren. Ist Reinleggeschwindigkeit sieht eigentlich auch okay aus. Also das Feld da ist nie leer. Und die Bahn ist fertig erforscht. Sehr gut. Das könnten wir halt, wie gesagt, für die Kohlebasis gebrauchen. Forschungsgeschwindigkeit, das könnten wir gebrauchen zum schnelleren Entladen von der Bahn später. Bessere Solarzellen. Power Output 100 Kilowatt, das ist nicht so viel. Oh, noch bessere Transport Belts. Ich warte noch drauf, dass ich Untergrund Belts habe, die denn so weit kommen wie unsere super tollen Rohre. Dann würde sich das Problem mit den Basen erledigen. Dann hätten wir irgendwo 3 Kilometer weit entfernt eine Basis. Dann machen wir ein Transportbelt bis zu einem kleinen Mini-Außenposten. Und dann weiter von da zum nächsten kleinen Mini-Außenposten und von da aus dann zu unserer Basis. So hatte ich mir das vorgestellt. Aber mit den Blauen geht das auf keinen Fall. Die Blauen, die kommen gerade mal so 2 von unseren Feldern hier. Das bringt gar nichts. Munition gießen. Bräuchte Stahl. Und Raketen gießen, das klingt auch nicht schlecht. Rocket Defense. Nein, ich will das Spiel nicht beenden. Gibt noch viel zu viel zu tun. Signale. Ermöglicht das irgendwas? Ja, bessere Signale. Nee. Charakter Logistik Slots. Ich mach mal Konstrukteur. Die sind. Nee. Ich habe extra lila Tränke hingelegt, ne? Ja, ich sollte die lila Tränke jetzt auch mal ausgeben demnächst. Passive Kisten MK2. Ne, wir brauchen Piu-Piu. Hier, mach Piu-Piu. Sniper-Turm, auch wenn du dieses komische andere Metall brauchst, können wir trotzdem schon mal erforschen. So, Roboterabdeckung brauchen wir auch noch. Aber ich wollte eigentlich das Eisenproblem weitermachen. Das füllt sich... Wir sind einfach an unsere Kapazität gekommen. Also was die Blastfurnace einschmelzen können. Das ist krass. Also bräuchten wir jetzt eigentlich noch ein Blastfurnace? Ja. Da. Da. Hätte ich eigentlich so nicht mitgerechnet. Wie schaut es mit der Lava aus? Haben wir die 1600er konstant voll? Ist die falsche? Nee. Haben wir auch nicht voll. Haben wir die Lava jetzt inzwischen angeschlossen? Ja, ne? 1400er, 1400er ist durchgehend voll. Die hier arbeiten nicht schnell genug. Dafür können wir Speedmodule holen. Okay. Weil es bringt nichts, wenn ich jetzt noch einen dritten Blastfurnace dahin setze, um noch mehr Eisen einzuschmelzen, wenn wir nicht schnell genug die Lava bekommen. Also gib mir hier die Speedmodule.
danach brecht das da bitte mal ab. Die nehmen wir auch und brecht das auch wieder ab. Weil ich muss doch ein wenig die Produzenten abzwacken zwischendurch. Weil wenn ich durchgehend alles produziere, ist es natürlich, dass wir mit den Ressourcen nicht hinterherkommen, ne? So, also 1400 nach 1600. Du brauchst 2er Speedmodule. Und 2er Speedmodule. Die Effektivität. Ne, die ging nicht, okay. Speedmodul. Speedmodul. So, 1600 geht jetzt schon mal schneller. 2000er für Stahl haben wir mehr als genug. Ich schaue es einmal mit den Stein. Ah. Okay. Ich schaue es mit der anderen Stein. Okay. So. Ich brauche schnelle Ärmchen. Brauche bitte 2 schnelle Ärmchen. Ja. Ja, wir haben definitiv genug Stein inzwischen. Du. Tu das bitte dahin. Weil das staut sich da schon wieder und dann arbeitet die Schlacke nicht ordentlich und dann staut sich die Schlacke und dann haben wir wieder ein Problem, dann haben wir wieder nicht genug Eisen. Das kennen wir doch alle schon. Was macht die Schlacke? Oh, es geht, es geht. Trotzdem arbeiten hier nicht alle, wie sie arbeiten könnten. Das war nur ein Eisending. Brauchen wir ein paar davon. Grüne Chips. Ja, stimmt, die eigenen Logistik-Slots. Skynet? Arbeitet Skynet gerade? Wo ist Skynet? Das war da unten irgendwo. Da. Du arbeitest, arbeitest. Zickzack, zickzack, arbeitest. Ja, wie viele Roboter haben wir? Und wie stark sind die ausgelastet? Was? Wir haben 127 Roboter insgesamt. Und davon sind 118 arbeitslos. Das kann doch gar nicht sein. Da muss irgendwas mit dem Schwefel kaputt sein. Allein der Schwefel hatte ja schon 50 ausgenutzt. Ja gut, Skynet hat keine Engines. Engines brauchen ewig, um hergestellt zu werden. Ja okay, das ist kein so großer Verbraucher. Das ist okay. Das heißt, wenn die jetzt nichts zu tun haben, können sie auch mich befüttern. Befütter mich bitte mit 100 grünen Chips. 100 roten Chips. Stahl. Kupferplatten, Eisenplatten. So. So. Fuelblocks. So auf 50 wäre es schon immer schön zu haben, falls wir im Auto rumheizen. So. Oh, und ich habe Roboter noch im Inventar. Hier. Weg, weg, weg. Nom 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 nom. Ja, sehr gut. Wir hatten echt nichts zu tun. Sind wir hier noch im Robo-Bereich? Hier, jupp. Apropos Robo-Bereich, gib mir. Wir haben keinen Stahl. Ja, reib's noch in die Wunde. Ich weiß, dass wir keinen Stahl haben. Aber warum haben wir gar keinen Stahl? Das verstehe ich nicht. Da wird Stahl hergestellt. Das Eisen kommt direkt aus dem Tank. Ah, okay. Der Tank hier bekommt gar nichts ab. Was ich nicht ganz verstehen kann, weil der Tank hat hier 1100. Das heißt, wir müssten jetzt hier so machen. Und dann da eine Pumpe reinhauen. So, aber dann kriegt der hier wieder gar nichts, ne? Ja. Mäh, das ist nicht gut. So. Es muss ausgeglichen sein. Oh, 3 Mauern werden beschädigt. Das könnte dann schon ein ganz großer gewesen sein, ne? Da müssen wir mal gucken später. Oh, wir haben noch einen Roboport. Sehr gut. Wo brauchen wir noch unbedingt Abdeckung? Hier sind die Mauern ganz knapp nicht im Bereich. Das ist ärgerlich. Aber da oben werden wir auch nicht so häufig angegriffen. Das ist okay. Unten der Knödel ist abgedeckt. Die
Basis da hinten ist nicht abgedeckt. Also unser Kupfervorposten quasi. Das ändere ich mal kurz, wenn ich hier irgendwo durch darf.